Marco Traoré, jetzt bei Marco. Torschütze zum 1:0. Es war irgendwie ein ganz schön komisches Ding, aber man hat echt gesehen, dass du ihn unbedingt gewollt hast. Kann man so sagen? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe erst gar nicht mit gerechnet, dass der Ball nochmal reinkommt, aber da habe ich gesehen, dass Flo nochmal ansetzt zur Flanke. Und ja, dann habe ich natürlich alles versucht, um den Ball dann reinzumachen und dass er da so ein bisschen kurios reingeht. Ist eigentlich, glaube ich, egal. Tor ist Tor. Und darüber freue ich mich. Ja. Auch ein bisschen aus wie ein Seitfallzieher fast. Ne? Also, aber der unbedingte Wille war zu spüren, auf jeden Fall auf der Bank. Seitfallzieher, vielleicht, ich würde nicht so weit gehen, aber ja, war ein schönes Tor, glaube ich. So, ja. Nehmen wir so auf jeden Fall, genau. Aber jetzt mal ehrlich, warum macht ihr es immer so spannend? Ne? Also, für macht siehst du dann das 3-2, zweimal liegt ihr zurück. Also, die Zuschauer auf den Rängen mussten echt Ruhe bewahren. Sese sagte eben, ihr habt einen Plan, ihr zieht den auch durch und ihr glaubt auch in jeder Minute noch dran, dass er umgesetzt wird. Ja, trotzdem, müsst ihr uns immer so zittern lassen? Ja, natürlich wäre es mir auch lieb, wenn wir das vorher entscheiden, aber so wie Sese es gesagt hat, also, wir haben einen Plan und davon lassen wir uns nicht wegbringen von diesem Plan und wir haben Ruhe bewahrt und haben versucht, auch nach dem Ausgleich weiter zu spielen. Und ja, mit den Fans im Rücken natürlich war es schon so, dass sie uns dann auch gepusht haben. Und ja, wir sind alle überglücklich, dass wir das Ding dann gezogen haben am Ende. Ja, und jetzt geht es oben nochmal richtig spannend. Ne? Samstag geht es nach München, 18:60 steht an. Ja, und da gibt es ein richtiges Topspiel. Was dürfen wir erwarten von euch? Ja, ich glaube, wir wollen natürlich direkt dran ansetzen, also da auch siegreich sein und es wird kein einfaches Spiel, genauso wie das Spiel heute, aber ja, ich glaube, da kann man sich auch auf ein sehr, sehr spannendes Spiel freuen und wir werden alles geben, um da auch zu siegen. Ja. Okay, dann viel Erfolg und jetzt immer gute Regeneration. Dankeschön. Danke auch. Ja.